Jeden Freitag geht Ahmed in die Moschee zum Gebet. Auch extremistische Kämpfer sind hier unter den Gläubigen. Manche von den israelischen Schweinen beten schon, aber das ist völliger Unsinn, was die beten. Sie sagen nicht, Gott ist der Größte, und sie kennen den Koran überhaupt nicht. So beten sie und beugen sich nur so ein bisschen vor. Wir dagegen wissen, was man machen muss. Wir wissen, wie es richtig geht. Stell dir vor, sie beten im Stehen und machen immer so. Was soll denn das für ein Gebet sein? Ahmed lebt in Block 0, ein Armenviertel Rafahs. Wir sollen seine Familie, sein Zuhause kennenlernen und folgen ihm. Er lebt nur 8 Kilometer entfernt vom Meer. Aber zwischen den palästinensischen Behausungen und der Küste liegen israelische Siedlungen und der Weg zum Meer ist versperrt. Wir treffen Sabrine, Ahmeds große Schwester, und ihre kleine Aya. Aya, hast du schon mal das Meer gesehen? Ja, einmal. Nur einmal. Und wann war das? Das ist ganz, ganz lange her. Überall ist geschossen worden. Das ist schon lange her. Wie alt warst du? Ich war noch ganz, ganz klein. So klein. Jetzt sind doch alle Straßen gesperrt. Jetzt kann man nicht mehr zum Meer gehen. Weißt du noch, wie das Meer ausgesehen hat? Wunderschön. Wir sind bezaubert von der Kleinen. Aber dann der Schock. Magst du die Juden leiden, Aya? Nein. Warum nicht? Das sind alles Hundesöhne. Aber hast du denn schon mal einen Juden gesehen? Ja, habe ich. Im Fernsehen. Er hatte einen Helm auf. Genauso einen, wie du da hast. So ziehen sie den an und tragen ihn dann so. Sie haben Kalaschnikows und sie kommen mit Panzern und schießen. Während wir in Rafah sind, starten die israelischen Truppen im April 2003 eine ihrer größten Operationen der letzten 3 Jahre. Bei Übergriffen der israelischen Armee auf ein Flüchtlingslager im Gazastreifen wurden 3 Palästinenser getötet und mindestens 20 verletzt. Ungefähr 50 israelische Panzer kamen im Schutze der Nacht. Heftige Kämpfe mit den militanten Palästinensern vor Ort folgten. James und ich versuchen, so gut es geht, die Kämpfe mitzuverfolgen und zu filmen. Hier, vom Dach unseres Apartments aus. Die Gefechte scheinen direkt an der Grenze stattzufinden. In der Nähe von Najilas Haus. Es ist zu gefährlich. Wir können uns nicht dorthin wagen. Am Morgen sind die Kämpfe endlich vorbei. Wir versuchen, zu Najilas Haus zu gelangen. Unterwegs begegnen uns ständig Zeichen der nächtlichen Zerstörungen. Ja.
Schließlich sind wir da. Die Häuser sind teilweise zerstört. Immer wieder zerstören israelische Panzer und Bulldozer Häuser, um dem Schmugglerwesen ein Ende zu bereiten. Auch hier, so behauptet die Armee später, hätten sie Schmugglertunnel unter den Häusern befunden. Deshalb habe man sie zerstören müssen. Najila hat die Situation anders erlebt. Ich war mit meinem Vater und meinen Geschwistern im Haus der Nachbarn, als die Bulldozer kamen. Wir sind mit einer weißen Flagge in der Hand rausgelaufen und haben laut gerufen. Sie haben uns gesagt, wir sollen die Häuser verlassen. Ich hatte große Angst. Meine Brüder waren hier und der Panzer war da vorne. Der Soldat richtete sein Gewehr auf uns, auf einen nach dem anderen. Heute Morgen sind wir in unser Haus zurückgekommen. Der Hof ist völlig zerstört. Die Toten der Nacht werden in die Moschee gebracht. Neue Märtyrer für den Heiligen Krieg sind gewonnen. Fünf Männer haben die Extremisten letzte Nacht verloren. Aber im Nachhinein wird die Niederlage zum Sieg erhoben. Dem Sieg der Tapferen über das Böse. Märtyrer zu werden, birgt viele Versprechungen für diese Menschen. Es bedeutet das Ticket ins Paradies. Die Sünden werden vergeben. Und es scheint allemal eine bessere Zukunft zu sein, als das Leben in Rafah ihnen bieten kann. Wessen Grab ist das? Das ist von Hosni al-Najjar. Wer war Hosni? War er ein Freund von dir? Ja, er war ein sehr guter Freund. Er liebte uns Kinder. Eines Tages ging Hosni aus der Stadt. Ich bin ihm gefolgt. Er hat sich umgeschaut, aber ich habe mich versteckt. Dann hat er eine Handgranate geworfen und eine Kugel hat ihn hier getroffen. Als sie ihn erschossen haben, fing ich an zu weinen. Er hat gesagt, Ahmed, Ahmed. Ich schwöre, genau so war's. Ich musste weinen. Gott schenke ihm seine Gnade. Nachdem sie Hosni getötet haben, habe ich angefangen, der Widerstandsbewegung zu helfen. Wie so oft sucht Ahmed im Schutz der Dunkelheit seine Freunde, seine Vorbilder, die palästinensischen Kämpfer auf. Er freut sich, wenn sie ihn behandeln wie einen der ihren, wie einen Großen. Nein, nicht so. Einen Fuß hier und den anderen dahin. So, und jetzt setz den Fuß etwas nach vorne. Ich jage einen Panzer in die Luft. Möchtest du ein Märtyrer werden? Am liebsten würde ich das Haus von Sharon in die Luft jagen, mit ihm drin. Und dann? Den Märtyrertod sterben. Ahmed ist ein sehr netter Junge. Er kann sehr gut Geheimnisse für sich behalten. Wir betrachten ihn als unseren kleinen Bruder. Jeder von uns ist schon einmal verletzt worden. Wir haben alle auch schon kleine Brüder verloren. Für uns ist er nicht irgendein Kind hier aus der Gegend, er ist unser kleiner Bruder. Wir lieben Ahmed wirklich.
Viele Jungen, die ich miterzogen habe, sind schon den Märtyrertod gestorben, durch israelische Panzer und Gewehre. Aber das ist doch alles sehr gefährlich für einen so kleinen Jungen. Uns allen ist die Kindheit geraubt worden. Es kann gut sein, dass auch er keine Kindheit haben wird.